Hallo, meine lieben Kreativen, da bin ich wieder. Heute habe ich einen Hobby-Tag für euch. Und zwar hat mich die liebe Anja von 21 Stump Street getaggt. Und da mache ich doch gerne mit. Ich mache gerne so eine kleine Späßchen, ein bisschen was erzählen. Und fangen wir mal gleich an mit der ersten Frage. Da ist ich schon. Ja, mein Lieblingshobby ist, wer meinen Kanal kennt, weiß, basteln, basteln, basteln. Ein bisschen lesen, fotografieren mache ich auch gerne, Sprüche sammeln, Kalligrafie und Upcycling ist auch so richtig was, was ich gerne mag. Jedenfalls ist das Wort basteln ja in übersetzt handwerkliches Gestalten. Und das macht ja jeder, der bastelt. Mit seinen Händen und seinen Gedanken, die er beflügeln kann, was Schönes gestalten. Und das macht natürlich immer Spaß. Und wenn man es dann noch zeigen kann, hier auf YouTube oder auch auf Facebook, und seine Bastelfreude teilen kann, das finde ich ganz toll. So, das ist mein Lieblingshobby, Basteln. Ja, hier ist die zweite Frage. Wie bist du zu deinem Hobby gekommen? Tja, also seit ich denken kann, bastel ich ja schon. Ich denke mal, das Kreativgehen wurde mir in die Wiege gelegt und da bin ich natürlich sehr froh drüber. Und dieses Kreativgehen habe ich dann auch weitergegeben an mein Töchterchen Gabrielchen. Wir basteln ja immer zusammen, besser gesagt, wir basteln in einem großen Bastelraum, was natürlich sehr viel Spaß macht, gemeinsam zu basteln. Und ja, wie gesagt, ich bastel, seit ich denken kann. Und ich hoffe, ich bastel auch noch, solange ich denken kann. Und dass mich die kreativen Gedanken nie verlassen werden. Aber ich kann euch mal zeigen, was ich so früher gemacht habe. Solche Dinge, die ich noch besitze. Und zwar hier mit diesen Bügelperlen habe ich so ein Glas ummantelt, wenn man so sagen darf. Und hier habe ich so eine alte Streichholzschachtel beklebt mit Folie. Hier kann man noch sehen, wo es herkommt. VEB Zündwarenwerke. Und das waren Riesa Zündhölzer. Ja, das sind so Erinnerungen an meine Jugend, Kinderzeit. So. Und das hier, dieses Nadelkissen, habe ich selbst gemacht. Das ist hier so ein Bierdeckeluntersetzer und hier drunter ist ein Deckel von einem Marmeladenglas. Das ist Plastik. Und hier drin sind Wollreste und das war, glaube ich, eine alte Schürze von meiner Omi. Und hier so ein wunderschönes Schleifenband. Also, das ist wirklich alt. Da war ich vielleicht 12 oder so, was ich da, alt, wo ich das gebastelt habe. Und hinten sieht man die Farbe noch ein bisschen besser. So, das ist das kleine Nadelkissen als Hut. Und geschrieben habe ich auch schon immer viel. Und das Zettelchen hier, wo so ein Lied drauf verewigt ist. Das habe ich immer im Ferienlager gesungen oder wir mit vielen. Da habe ich auch schon gern alles aufgeschrieben. Und da war ich vielleicht auch 10 oder 12. Ich hänge die Fotos hinten noch dran. Wer sich für den Text im Ganzen interessiert, kann sich das gerne durchlesen. Vielleicht kennt der ein oder andere ja dieses Lied auch. So, jetzt kommt noch ein Bilderrahmen aus Sperrholz, den habe ich ausgesägt und da seht ihr mich mit Gabrielchen. Hier hinten habe ich noch so einen Ständer ran gemacht. Gott ja, das steht dann oder es fällt. So, das ist so die Basteleien, die ich noch habe aus meiner Kindheit. Und jetzt geht es zur nächsten Frage. Kaufst du lieber vor Ort oder online? Ich kaufe grundsätzlich bei beiden ein. Wir haben ja Glück hier in unserem kleinen Städtchen, dass wir viele Bastelläden haben, in Anführungsstrichen. Und online ist ja der Basteleinkauf unendlich, was man da alles findet. Es macht natürlich Spaß, wenn man die Sachen anfassen kann und gemeinsam auch ein bisschen plaudern, was man braucht und was man nicht braucht. Man braucht immer alles grundsätzlich, aber eigentlich ja auch nicht. Wie gesagt, online auch sehr gerne und mehr gibt es nicht zu sagen. Nächste Frage, bitte. Ja, kommt sofort.
War die falsche Frage, wartet mal. Die kommt jetzt erst. Was sind deine Lieblingsshops? Ja, wie gesagt, alle, die hier vor Ort sind. Kick, Teddy, Pfennigpfeife, NKD, McGuides, Stolz haben wir noch, Erstlingsfamily, Rossmann, jetzt habe ich alle aufgezählt. Ja, die wir so hier haben. Ne? Und dann, wie gesagt, die Supermärkte, da gibt es ja auch Bastelmaterial manchmal. Und wie gesagt, die Online-Shops, da habe ich auch ein paar Hauls auf meinem Kanal. Die verlinke ich euch gleich in der Infobox mit rein. Da könnt ihr dann mal gucken, wo ich denn so bestelle und was ich bestelle. Und nächste Frage bitte. Da ist sie, die nächste. Ja, also gebrauchte Materialien benutze ich sehr gerne, weil Upcycling ist das, was ich gerne mag. Und deswegen stört es mich nicht im geringsten, mit gebrauchten Materialien zu arbeiten. Das ist eine Herausforderung und macht Spaß, finde ich. Und da zeige ich euch gleich mal auch noch ein Bild. Das war früher bei uns in der Werbeabteilung. Das waren so Preisschilderstände und wenn die nicht mehr so ganz in Ordnung waren, dann durften wir die ja kaufen und dann habe ich da einen kleinen Bilderrahmen draus gemacht. Und hier seht ihr wieder mich und Gabrielchen. Und die Jacke, die ich hier anhab, die habe ich selbst genäht aus Bettlaken. Und das hat auch Spaß gemacht. Die ist so, man kann es ja nun nicht so genau erkennen, aber die ist beidseitig, konnte man dann auch rumdrehen, die Jacke. Also das hat früher sehr viel Spaß gemacht, auch aus wenig was zu machen. So, und wie gesagt, Recycling basteln macht Spaß, aus alten Sachen neue Sachen machen. Das war hier eine Bluse. Und wie gesagt, Knöpfe sind auch immer sehr gern gesehen. Jede Bluse, die ich finde, da fehlen da, danach die Knöpfe. Und hier zum Beispiel so aus alten, na, was sind das? Mappen, die so aus Plastik sind, kann man sich wunderschöne Schablonen machen und wieder weiterverwenden. Und hier war, glaube ich, Weichspüler drin in diesem Behältnis, in dieser Flasche. Wie gesagt, macht Spaß. Hier ist ein kleines Körbchen entstanden. Solche Sachen mache ich ja immer gerne, so eine Bastellein. Also. Und hier habe ich so Kunstleder gefunden. Gefunden ist gut. Das war, glaube ich, eine alte Tasche. Und da habe ich so ein kleines Büchlein draus gemacht. So. Natürlich sind Sprüche drin. Kann ja gar nicht anders sein. Und wie gesagt, Marmeladenglas habe ich auch schon mal verschönert. Und das ist dann dabei rausgekommen. So ein Häuschen. Aber die Sachen seht ihr auch in meinen Videos. Wenn ihr ein bisschen rumschaut auf meinem Kanal, findet ihr die alle irgendwo wieder. Juhu. Ein Wichtelhäuschen. So. Nun erwarten wir gleich die nächste Frage. Da kommt sie angeflogen. Ja, Vorteile meines Hobbys. Mein Hobby ist meine Berufung. Ich denke immer kreativ und das ist der Vorteil, dass es mir Spaß macht und Lebensfreude bereitet und ich mit meiner Hände Arbeit was Schönes schaffen kann und es auch zeigen kann. Und dass ich anderen damit eine Freude machen kann. Das sind meine Vorteile. Nächste Frage. Gibt es auch Nachteile, wenn ja, welche? Ja, es gibt einen Nachteil. Ich zeige euch mal, welcher das ist. Seit ich bastel, klecke ich mir meine Sachen voll. Und das nimmt kein Ende. Hier mein Blüschen. Ist noch gar nicht so alt.
hier vollgekleckert mit weißer Farbe. Und die Farbe ist echt, Leute, die Farbe geht nicht mehr raus. Auch wenn es Wasserfarbe ist und man gleich den Pinsel auswaschen kann mit Acrylfarbe, ist er nach 2 Stunden wasserfest. Der Pinsel, ne, die Farbe. Naja, nun werde ich meine Bluse verschönern. Ich habe ja Siebdruckschablonen, mit denen macht sich das wunderbar. Und ich glaube, kommen ein paar Schmetterlinge rauf oder sowas. Jedenfalls, das ist der einzige Nachteil, dass meine Klamotten immer schön bunt und fleckig sind, wenn ich gebastelt habe. So, weiter geht's. Ich glaube, eine Frage haben wir noch. Letzte Frage. Wie kann ich andere für mein Hobby begeistern? Ich würde sagen, ganz einfach, indem ich meine Sachen zeige und wer Gefallen an den Sachen findet, an den selbst kreierten Kunstwerken, kleinen Kunstwerken, der begeistert sich dafür, und wer kein Interesse für solche Dinge hat, der schaut sich auch gar nicht erst an. Ach, ich glaube, da fehlt noch eine Frage. Zeige einige deiner selbstgemachten Sachen. Na, dann brauche ich mal gucken, was ich habe. Oh, ich habe hier ein kleines Täschchen. Voll mit schönen Sachen, die das Leben fröhlich machen. Oder so ähnlich. Ui, was sind da alles drin? Hier habe ich zum Beispiel was aus Fimo gemacht. Ein kleines Seepferdchen. Und hier haben wir noch, oh, es fällt was um. So eine Kette, die ich gebastelt habe. Die Uhr ist von meiner Oma, die habe ich jetzt hier eingegossen, damit ich noch ein Erinnerungsstück an sie habe. Was haben wir denn noch drin? Aha, komm raus. Hier haben wir noch eine Kakaokarte, die ich gezeichnet habe. So Zeichnen mache ich auch ganz gerne. Ja, ein kleiner Hamster. Frühstück ist fertig. Ich lade euch alle ein zu einem leckeren Frühstück mit Apfel und Apfelsaft und einer schönen Blume, so einer Tulpe. So, und dann habe ich hier noch eine Muschel. Ich liebe die Natur und mache auch gerne so Naturbilder zeichnen. So, das war nun mein Hobbytag. Im Anschluss zeige ich euch noch ein paar Fotos wieder, und ich tagge alle, die zuschauen bei mir, und auch alle, die gerne so einen Tag machen möchten. Ich freue mich, wenn ihr Lust dazu habt, und wünsche euch noch eine wunderschöne, lustige, entspannte, fröhliche, kreative Bastelzeit und immer viele sprudelnde Ideen. Bis bald, meine lieben Kreativen. Ach, da bin ich nochmal. Ich wollte euch ja noch meine Plüschi-Eule zeigen. Mann. Schon das Schlusswort gesagt, und die wollte ich euch noch gerne zeigen. Das ist eine meiner ersten. Dazu habe ich auch so ein kleines Tutorial gemacht. Ich glaube, es war das dritte oder vierte Video, das ich gemacht habe hier auf YouTube. Die Kleine, die muss ich euch noch zeigen. So, tschüssi denn!